herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Machen wir weiter. Auf geht's. 7. November 2038. Wir sind mit Kara unterwegs. Gut, autonomes Fahren, ne? Wo geht's hin? Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. So wie er es bei uns versucht hat. Schnee gesehen. Aber sie weiß, was Schnee ist. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Oh, sein Vorteil, ja. So. Ist das noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Super. Was? Was ist jetzt schon wieder los? Von wegen, wir sind in einer Stunde da. Dann passiert natürlich wieder irgendwas. Unvorgesehenes. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Überprüfe den Automotor. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Na super. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Finde eine Unterkunft. Also hier vorne ist irgendwas, ein Pfeil. Also hier geht's wahrscheinlich. Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier tatsächlich eine Dings finden, eine Stelle finden. Ein alter Vergnügungspark. Oder ist es ein Vergnügungspark, wie auch immer. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Untersuche verlassene Gebäude. Was gefunden? Nein. Nichts, wo wir übernachten können. Nicht wichtig, nicht sicher, so. Alles hier mit? Restroom.
Na, sehr einladend. Zu klein für uns drei. Shit. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Drin sich aus. Dann hüpfen wir mal rein. Ich mach das. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Okay. Für die Nacht niederlassen. Richte ein Bett für alles her. Okay. Nehmen. Gut, hier kannst du nichts machen. Ich mach das Feuer hier. Okay. Dann stört uns der Rauch nicht so. Vom Lagerfeuer oder vom Bett, vom Feuer, wenn ich. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Vielleicht. Klar. Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Aber ist optimistisch auf jeden Fall. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm. Es ist Zeit fürs Bett. So. Du sollst Tasche überprüfen. Hey, das ist was zum Lesen. Ah, warte mal. Ein Bild. Das Poster, oder?
Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Okay, ist das ja der Waffe halt. Hoffentlich nur Gutes. Dann knien wir mal nieder. Also, legen uns hin, so rum, das ist richtig. Nicht irgendwie falsch verstehen mit einer Aussage oder sowas. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Ein bisschen zur Neigung. Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Wie nehmen meine Prinzessin? Es war einmal eine kleine Kinder steht auf Prinzessinnen. Nein, nicht so eine Geschichte. Oder auch nicht? Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Es war allein. Anderen Mädchen sein, aber es war anders. Und das machte es traurig. Mhm. Dann traf es einen Roboter. Okay. Der war auch unglücklich. Der auch sehr unglücklich war. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Lucy? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Wir sollen mit ihm reden. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nee, was denn? Nein. Was meinst du? Kara! Scheiße.
Erstmal das Mädel beschützen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Oh. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Wie eine Familie. Ein Karussell. Sei unser Gast. Reaktiviere das Karussell. Viel Weihnachten, glaube ich, gerade. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Na komm. Einmal hoch. Sehr cool. Sehr cool auf jeden Fall. Doch. Die Höhle des Piraten. Die Gruppe gehört auf einen stillen gemeinsamen Moment. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human.